So, Freunde, heute zu Gast der immer noch amtierende deutsche Vizemeister im Griffkraftsport, Daniel Kröll, nebst Frau. Die grillt im Moment gerade meine Dame. Ich glaube, die hat schon Schnauze voll. Und wir Männer, wir machen uns gerade warm. Wir machen Innenstammelheben. Und der Daniel hat da 53 Kilo. Ich werde mit 46 machen, da ich schon ein bisschen gebrechlicher bin. So, 78 Kilo Replika Inch. Ja, easy lift und ganz sauber, Leute, guck mal. Brutal, brutal. Vielleicht klappt's dann. Vielleicht klappt's dann. Ja. Oh. Oh, noch ein, noch ein Lift, los jetzt. Hoch die Scheiße. Ja, ja. Finger ran, noch ein. Finger ran, noch ein. Finger ran, hoch damit. Jawohl, noch ein. Ja, noch ein. Ran da. Ran da jetzt, mal richtig trainieren jetzt hier. Und noch ein. Noch ein. Das ist Nummer 4. Zeig, was du kannst. Und machst du Nummer 5. Einen noch. Der letzte, komm, der letzte, Andi. Du schaffst. Und mit der anderen Hand machst du das auch noch. Mit rechts. Hatte dir einen Ausdauer aus. Wo ist jetzt? Zack, zwei, drei. Jawohl. Noch drei. Finger ran. Na. Finger ran. Hopp, hopp, hopp. Und noch eins. Zwei. Zwei noch, komm. Du schlagst. Zwei. Jawohl, komm jetzt. Oben ein bisschen halten, oben ein bisschen halten dann, komm. Yeah. Jawohl, da geht noch. Noch ein, noch ein. Wiederholung, los. Mach noch einen. Heb jetzt hoch. Ja, schwing dich, Alter. Lass hoch. Den Arm, meine Ruhe. Ja, heb jetzt hoch. Geht's an dir? Geht's? Kommt dabei raus, wenn der Kröll zu Besuch ist. Ja, irgendwann muss aus dir mal was werden. Ich will mein Leben beenden. Asthma-Spray, Rotzelüften aus der Nase, Hose vollgeschissen. Das ist die Allergie. Solange kein Blut ist, Andi. So lange das kein Blut ist. Alter Schwede. Das ist deine Trainingsallergie. Deine Trainingsallergie. Bei 30, über 30 Grad, glaube ich, war es. Kraft kennt keine Geräusche. Ah. Aber Alp kennt schwindelig. Naja. Richtig. Wie viel Kilo hatte dieser komische, was du dir in Würde gehandelt hast? 20. Blockgewicht 20. Ich sehe schon Sterne, Leute. Ich bin fix alle. Puh. Oh Mann, ey. Oh Gott. Soll ich öfter zum Training kommen? Komm, ja, öfter. Komm. Und biegen. Und hoch. Ja, geht doch. Und ja, es war die linke Hand.
Ah. Oh, geil! Ja, ich hab's, Alter! Da sind ja die Ewigkeiten, was so richtig ist. Ja, ja, ja! Das ist so geil. Glückwunsch. Ah, erschöpft? Wie geht das denn? Jetzt haben wir ein bisschen Dampf in den Pfoten gemacht heute. Mann! Ich kann das nicht mit dem Hub. Kannst du? Nee, richtig kann rein. Hast doch Kraft. Ja, 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 ja! Ich kann das nicht mit dem Hub. Ich kann das nicht, ich konnte das noch nie. Auf! Ich kann das Hub nicht. Ich trainiere Hub nie. Der ganze Tag wäre versaut gewesen. So habe ich wenigstens in einer verkackten Scheißübung den amtierenden Vizemeister bezwingen können. Ich mache das gleich noch. Das. Oh, Scheiße. Hätte mein Maul halten sollen. Müssen wir mit links probieren, die mal. Gibt's doch gar nicht. Ich trainiere mit dem hier 1,5 Stunden bis zur Ohnmacht. Ich schwör's euch. Ich war hier zweimal fast ohnmächtig. Seit Monaten versuche ich das Ding zu heben, geht nicht. Das ist, weil du dir alleine keine Mühe gibst. Geil. Für ein stabiles Handgelenk. Damit das mal was wird mit dir. Eins. Schön. Na komm. Zwei noch. Und Seite tauschen. Oh, er hat hier gerutscht, die ist alles voller Öl. Ist doch egal, zweite Seite. Oh, ist nicht egal. Mann. Mi. Scheiße. Achso, von oben immer. Warum immer von oben? Erklär mal. Mach jetzt. Wenn du ein Gefühl fürs Gewicht kriegst, wenn du von unten einfach hochrupst, ist doch scheiße. Drei. Vier. 5, 6, jawohl, komm, 7, 8, 9 und 10, schön, geht er mit dir. So. Lichtgeschwindigkeit. Hier. Halt die Fresse. Heb es nicht. Heb es nicht, du kannst es nicht. Ja!